Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal... Ich dachte schon, ich bin jetzt runtergesprungen, dachte ich für einen Moment. Oh, okay, was war beim letzten Mal? Weißt du das noch? Ja, beim letzten Mal sind wir durch die Gegend geirrt, haben die Skulpturas eingesammelt, haben da eine Kiste irgendwie komisch durch die Gegend geschoben, um einen Schalter zu aktivieren, dann sind wir jetzt hier. Ja, hauptsächlich haben wir jetzt im Part eigentlich die Skulpturas gesammelt und Sergio hat mit seinen Aim-Skills bewiesen, dass er schafft, 30 Schüsse auf 8 Gegner zu verballern. So, jetzt springe ich ja freiwillig runter und deswegen nervt mich die mich dann gar nicht mehr. So, Wiedersehen. Dann Schalter drücken und die Wasser besprengel dann da rüber springen. Oh. Ich hatte schon Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich habe an dich geglaubt. So, jetzt dürfen wir das Skulptura gleich haben. Die war nämlich ich kann nicht mehr reden. Befremden sich dir. Okay, mal gucken, wann ist jetzt alles Skulptura? In diesem Tempel, das wäre geil. Und es sieht sehr gut aus. Wir haben alles Skulptura jetzt in diesem Tempel. Damit steht uns nichts mehr im Weg, uns den Boss gleich zu stellen, weil jetzt haben wir den Tempel jetzt so gut wie geschafft. Also, ja, der Boss war nicht nur scheiße, aber ich fand ihn einfach unspektakulär. Freut euch schon mal drauf. Also, ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Er war auch extrem leicht für einen so späten Boss nochmal im Spiel. Liegt aber auch nur daran, da der Masakasa ist. Genau, das ist der Grund. So. Ich wusste schon, dass Angena kommt, deswegen wollte ich schon mal hier voll auf und drauf zeigen. Und zeigt mir den Enterhaken auf angezogene Muscheln, ja. Er will mich doch verarschen. Hör auf, sich umzudrehen. Meine Güte. Wie oft noch, du musst sie nicht von... Jetzt komm her. Gerade verarschen willst du mich, oder? Schon. Geht doch. Was packt schon so ein bisschen, oder? Ja, er hat sich halt nicht 100% genug umgedreht. 100% genug umgedreht. Das ist auch mal eine tolle Wortschöpfung. Oh, dir fehlt der kleine Schlüssel, du hast keinen kleinen Schlüssel. Ja, genau, das meine ich. Und deswegen bin ich nochmal weggerannt, als ich hier war. Weil dann stünde ich vor der Tür und hätte mir... Stünde? Was mir aufgefallen ist, wir hätten extrem viel Zeit sparen können, hätte ich einfach mal diesen Zauber hier verwendet, mit dem ich Stellen markieren kann im Tempel. Und wenn ich dann da wieder hin will, muss ich einfach hin teleportieren. Oh, Mann. Ach Gott, ey, wie dumm. Ich glaube, dass das mit unkommentiert. Pfeil und Bogen. Ja, Pfeil und Bogen. So, ein paar Feen noch für den Vorgeschmack, aber lieber, ich brauche keine Feen, ich bin zu cool. Hallo, da rein, Pfeil und Bogen, hättest du gegen das Bild schießen müssen. Stimmt, ja auch, hab ich fast vergessen. Okay, wir müssen ganz einen Schritt machen, wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Heute ist ja wirklich alles los. Irgendwie klingelt hier gerade jeder an. Also, ja. Ach genau, ich wollte ja das machen. Ja. Cool. Einfach, weil es nichts bringt. Ja. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Boss, würde ich sagen. Quatsch, warum denn? Nee, ja, stimmt, ich war ja noch 1000 Jahre lang Kreis rein. Aua. Ja, ich lass dich jetzt mal Wuschel sein. Da sparen wir uns beide Leid. Da musst du nicht sterben und ich muss keine nicht 300 Zeit Jahre. Aber wenn du dein Leid, das Leid deiner Zuschauer. Oh Gott, ey. Oh, verkackter Stein, so. Glaubst du, schaffst es in dem Part? Jo. Wir haben ja jetzt 3 Minuten nur aufgenommen. Ja, aber ich meine, das sind noch 17 Minuten von dem gesamten Bossfight. Das schaffe ich. Sicher? Ganz sicher. So. Der Boss nähert sich. Der kommt immer näher. Und näher. So nah, dass man von Nahrhaftigkeit fast schon explodieren könnte. Ja, dann noch ein letztes Mal den Pegel auf maximale Höhe stellen und dann können wir uns endlich den Boss stellen. Okay, der Tempel, ja,
Was halte ich von dem Tempel? Ich finde, der macht nicht allzu viel Spaß. Weil er einfach, weil man sich einfach so gut verlaufen kann. Also ich hab's. Ich hatte gehofft, dass es besser laufen wird im Tempel, dass so viel im Kreis gerade nicht passieren wird, aber das ist ja leider doch vorgekommen. Auch trotz meinem allwissenden Zelda-Unwissen. Wow, Kamera. Gut. So, das nach oben gerendert hat sich allzu lange gedauert, zum Glück. Dann wieder die Ocarina ausrüsten. Dann zum letzten Mal das Wiegenlied in diesen Tempel spielen. Und dann geht's endlich los. Gut. Und du weißt, nachher, bevor du ausmachst, nicht sofort speichern. Ja, damit nicht alles verloren geht für den Fall, dass irgendwelche Kacke passiert. Genau, ich muss erst die Aufnahmen überprüfen. So, hier sind nochmal Feen. Ach komm, ich gönn mir jetzt mal ein paar Feen. Warum denn nicht? Was tust du dafür ein Bullshit? Geh skillfrei und so. Böse Sergio Mandu. So, blaues Feuer, da sind wir nochmal drin, so zum Spaß. Die jo. Haben Feen an sich. Jo, dann kannst dürfen die halt nicht da sein. Versuchen zu fangen. Jo. Ja, das wird sicher klappen. Verlustig, dann nimmst du einen Navi, um dein Leben zu heilen, dafür verpisst sie sich. Wäre doch ein guter Tausch. Hä? Stimmt, ja. Du hast den Stahlhammer mitgenommen. Nur so, weil ich nicht weiß, was ich jetzt dazu tun soll. So, diese Stelle ist jetzt gar nicht mal so einfach. Ich habe einmal gesagt, klar, dass nur einmal dieser Sliding-Animation kommt, aber ich habe mich getäuscht. Hier kommt die auch nochmal. Okay, hier ist es gar nicht so einfach. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es auf Anhieb. Das wäre immer toll, wenn mal einer drauf Anhieb klappt. Und lauf! Renne. Und verkackt. Okay, und lauf! Kannst du nicht rollen? Nee, dann wird er wieder runterrutschen. So, dann kommt jetzt der Boss. Glaube ich nicht, dass es der Boss ist. Ich glaube, das ist erstmal so ein Zwischengegner. Und der Boss kommt viel später. Dann mal ab geht's, würde ich sagen. Siehst du, auf keinen Fall der Boss. Ich meine, der Boss, oh, der will. Sarol, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendetwas lauert hier. Oh, lass mal tauchen gehen. Ja, wo ist denn da was? Ich sehe hier nichts. Was laberst du denn, Navi? Was hast du denn wieder? Du hast wieder Vorstellungen. Okay. Lecker Fee. Sieht man Navi durch den Stein durch? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Wieso ist gerade über Wasser auch noch unter Wasser? Nur so. Keine Ahnung. Der kleinste Boss, den man jemals in einer Zelda gesehen hat. Ein Ball in einem Aqua-Tentakel. Und der heißt Morpher. Okay. So, mal sehen, vielleicht schaffe ich einen ganz coolen Trick, den ich mal ab und zu schaffe. Aber ich glaube, ja, also der Trick ist irgendwie, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Also, wie man ihn jetzt rausbekommt, ist einfach, wir müssen mit dem Enterhaken einfach rausziehen. Aus seinem Tentakel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Genau. Und jetzt muss ich ihn so lange ziehen, bis ich ihn in eine Ecke dränge. Wenn ich ihn dann so in die Ecke dränge, dass er nicht mehr abhauen kann, dann kann ich... Och, scheiße. Wie diese scheiß Stacheln haben mich jetzt total behindert. Wenn man Glück hat, kann er... wenn man Glück hat, kann er... Kann man ihn auch so erwischen. So, jetzt müssen wir auf den Tentakel aufpassen, weil er kann ihn dann... schlingeln. Er hat mich total erwischt. So. Dann ganz schnell A drücken. Genau, dann kommen wir wieder hier raus. Ja, es zieht ein paar Herzen ab. Ja. Die meisten hast du halt auch durch die Staffel. Och komm, Link, das war das echt ein Schwung, den man schaffen könnte. Du hast ja keine Hasenohren. Ja. Doch, die gibt es schon im Spiel, aber die bringen dann noch gar nichts. Ah, Penner, ey. Die gibt es? Ja, aber die bringen hier nichts. So, komm mal her, du Scheißvieh. Ich weiß halt endlich, woher die Hasenohren aus Smash Bros. Kommen. Stimmt, ja. So, mal sehen, ob das jetzt hab. Scheiße. Hätte jetzt aber klappen können. Okay, ein paar
Legon jetzt mal einstecken lassen. Okay, jetzt aufpassen, dass er mich nicht wieder angreift. Dann komm mal her. Okay, mach's einfach normal, weil es kostet zu viel Zeit. Na, ja, komm doch her. Wenn man Glück hat, kann man ja auch so erwischen mit dem Schwert. Vor allem bei so einem langen Schwert, das ist ja schlecht. Wie dem Bizoronenschwert. Bizoronenschwert, genau. Also wie gesagt, ich finde den Boss nicht allzu spektakulär, was das ist ein Boss so. Naja, irgendwie langweilig sich so ein bisschen. Ja, also wie gesagt, aber sonst finde ich eigentlich jeden Boss im Spiel irgendwie cool. Aber dieser... Scheiße. Er hat doch nicht mal, einen Ankündigungssound gemacht, dass er jetzt angreifen wird. Also nur so ein... Boah, das kann man von Maran gar nichts. Voll komisch. Das konnte ich jetzt nicht erahnen, dass er mich gleich angreifen wird. Ja. Dieses Geräusch meine ich eben. Das macht er nur er nicht, nicht der andere. Okay, ich dachte immer, das ist ein Ankündigungsgeräusch, dass er jetzt deine Hand... Ach, da ist ein Enterhakenpunkt. So, mal sehen, wo ist er denn jetzt? Wir leuchten eigentlich... Ah, wir leuchten die mittleren Wände. Das ist auch nicht... So, Vorsicht. Siehst du, dieses Geräusch macht er normalerweise. Stimmt. Och, Mann, Junge. Komm doch her. Och, ich hasse es. Warum ich auch nie genau treffen kann, wenn man drauf zeigt. Wow. So, mal was von diesem Winkel halt. Das Mann-Link, ey. Ach Gott, ey. Gut, dass er einen von hier nicht erwischen kann, dieser Tentakel. Jo. Also wie gesagt, ich finde den Boss ein bisschen unspektakulär. So ein kleines Windsvieh, was rumschwimmt und dann auch so ein kleiner, so ein Tentakel, der manchmal so ein bisschen wirkt. Das war's aber eigentlich auch schon. So, versuch's doch. Ja, komm mal her. Genauso macht das ein jeder Speedrunner. Und er drängt halt so eine Ecke, dass er nicht mehr abhauen kann. So, jetzt ist er zerplatzt und ist tot. Ja, cool, wenn ich es jetzt auch gleich auf Anhieb geschafft hätte, dann hätte ich ihn mit ganz kurzem Prozess ausschalten können. Jo, nur noch 8 Minuten Zeit in dem Part. Ja, kein Ding. Dann gehen wir jetzt die Dings ab, oder? Die Dings? Die goldenen Kultula, Kulidulas. Jo, werden wir auch machen. Aber erstmal müssen wir gucken, wer jetzt der Weise ist. Na, deine Frau, wette ich. Deine Frau, ja. Also deine nicht, die du nicht haben willst, aber trotzdem deine Frau ist. Ein weiteres Herzcontainer. So, damit ist der Wassertempel zu meinem Glück endlich auch abgeschlossen und wir haben jetzt 15 Herzen. Und noch 5 Stück und dann haben wir alle Herzen im Spiel. Alle der Weisen. Na, was habe ich gesagt? Ja, du lagst richtig. Sag, Rolf. Ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren hatte. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib's zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es, also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in meinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Und ein weiteres Schmuckstück, Andenken für das Abenteuer. Die mir noch mehr so viele geben, dann kann ich gleich im ganzen Accessoire-Shop öffnen. Das Amulett des Wassers. Uto gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Und jetzt wenn du Sheik triffst,
Denke ihm, danke ihn von mir, okay? Machen wir. Und wir sind wieder im Hylia-See. Und jetzt kann es sogar sein, ja, das ganze Wasser steigt wieder auf normale Höhe und es ist nicht mehr alles vertrocknet und man hat kein Wasser mehr. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Sarolf, du hast es geschafft. Da ist ja schief. Ich sollte Danke von Rutter ausrichten. Vielen Dank von Rutter. Jetzt heiratet sie damit nicht. Wollte sich bei mir bedanken? Ja. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wieder bringen. Schau, Sarolf. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Geil! Was ist denn los, Sheik? Da haut sie einfach wieder ab. Gab's die auch mal irgendwo in einem anderen Spiel? Jo, mehrfach. Aber, oder? Gab's die öfters? Ich glaube nur bei Majora's Mask. Nee, nicht Majora's Mask. Ich meine nicht Zelda's Spiel, hat sie auch mal. Smash Bros. Kam sie mal vor. Was konnte sie? Sie war halt eine Verwendungsform von Zelda. So, jetzt müssen wir in die Morgensonne ballern. Dann kriegen wir was ganz Tolles. Ist ganz verrückt. Das steht auf der, hier steht auch auf den Podest drauf. Ich lese ihn gleich nochmal. Ich habe ihn so noch nicht gelesen, damit ich nicht die Morgensonne verpasse. So, damit erhalten wir jetzt die Feuerpfeile. Die sind eigentlich auch komplett optional. Man braucht die nicht unbedingt im Spiel. Aber ich habe sie mal, ich hole sie mir halt so komplizierungshalber. Weil es ist ja 100%, wenn der ein oder andere weiß. Wenn das Wasser den See auffüllt, zieht er auf die Morgensonne. Ausfüllt. Okay. Jo. Dann halten wir nun die Feuerpfeile. Krass! Und jetzt auf einmal bist du auf der Karte wieder eingezeichnet. Okay, ja. War halt ein Tempel. Die Feuerpfeile. Platziere sie auf C, um sie abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammt. Okay. Also gut gegen Fledermäuse. Stimmt, ja. Fledermäuse. Ach Gott. So, dann mache ich hier dann gleich mal ganz kurz nach und schnapp mir eine Skulptula, die auf dem Baum ist. Nein. La la la, la la la, la 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 la. Gut. Mit den langen Enterhaken kommen wir jetzt nämlich auf den Baum rauf. Einfach da raufziehen. Nicht von hier aus. Ja, von hier aus, genau. Das macht sogar Sinn. Und komm her, du. Du siehst die Skulptur, das voll ekelhaft aus. Stimmt. Irgendwas Ekelhaftes. Auf jeden Fall. Gut. Ein Stromschlag! Und damit haben wir jetzt wieder über 50, ne? Ich check mal ganz kurz aus. Wie viel brauchst du zum Abgeben? Also für 40 bekomme ich noch eine Belohnung und für 50 bekomme ich noch eine Belohnung. Und aber bei den nächsten folgenden werde ich dann keine mehr bekommen, bei den nächsten 10, leider. Dann erst bei den 100 werde ich dann welche bekommen, also die vollen 100. Aha. Deswegen. So, ich glaube, gibt's. Dann reisen wir mal dahin, offscreen, oder? Ich würde sagen, es ist nicht nötig, weil das mit den Pferdreisen ja rasend schnell geht. Lass mich mal überlegen. Was müssen wir jetzt noch machen? Ich habe jetzt. Cooles abgeben. Ja, also gibt's. Dann ist der Part auch schon rum. Stimmt, ja. Jetzt hol ich mir mein Pferd. Das Pferd haben wir lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Mal sehen, wie es in der Gang ist. Das ist gefressen worden. Mhm, ja, von Gennendorf. Ja, Eponia ist das neue Pferd von Gennendorf eigentlich. Mhm. So, dann reiten wir mal ganz schön nach Kakariko. Nach Kakariko? Ja. Warum heißt es Kaka? Keine Ahnung. Weil es so Kaka ist, oder was? Genau. Was machst du denn da? Da war doch gar nichts. Und er hält einfach an und dreht sich um. Ja, ja. Unsichtbare Pixelkante. Und Hepsala. Und dann hole ich mir eine ganze Muskatula, die ich mir jetzt nämlich holen kann. Dank dem verlängerten Genital. Nee, dank des Stahlhammers.
Aber der verlängerte Genital ist auch jetzt ganz praktisch. Damit kannst du dich auf Sachen hochziehen, die normalerweise voll außerhalb deiner Range waren. Range? Reichweite, halt irgendwie. Ja, ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Tja. Ihr müsst alle mal mehr LOL spielen, da lernt ihr sowas. LOL. LOL, er hat LOL gesagt! LOL, er spielt LOL. Roffel, du hast LOL gesagt. LOL, du hast Roffel gesagt. Ne? So, dann das aus dem Weg räumen. Das nervt nämlich. Ach, okay, ich glaube, ich weiß, wie das jetzt war. Du musst eine Bombe jetzt legen. Oh, ich hatte jetzt schon Angst, dass ich irgendwas irgendwie was verkackt habe. Puh. Weil hier vibriert auch mein Controller. Oh, mein Himmelsfilm. Okay, jetzt ist es offen. Ich hatte jetzt schon Sorgen, dass irgendwas kaputt ist. Aber gut, dass es nicht der Fall ist. So ein Pech. So, hier brauchen wir jetzt... Ich kann mir kurz die Feuerfalle hier zeigen. Nur so zum Spaß. Auch wenn ich hier einfach hier die Flamme benutzen kann. Aber ich mach's einfach mal so. Um es mal gezeigt zu haben. Sehr tolle Sound. So, Feuerpfeile. So. Damit ihr das auch mal sieht, weil ich werde die so gut wie nie verwenden. Gut. Dann hier wieder das da. Nee. Das da. Das da. Und das da. So. Mal sehen, hier ist ein weiterer Stein, den kann ich aber als Erwachsener nicht ansprechen. Und hier ist eine normale Muskulatur da. Sieht aus wie eine normale Spinne. Normale Spinne? Okay, der Totenschädel als Kopf, als Rücken. Ja. War ich hier die Skulptur da? Nö. Ich meine, das war ja keine Skulptur-Spinne, so meine ich das. Achso, und hier ist eine Kuh, kann ich mir Milch holen, brauche ich aber nicht. So, hier ist die Skulptur da. Man hört die ja sogar. Dann komm mal her, du. Gut. Ich glaube, jetzt dürfen wir sogar die Hyrule-Ebene voll haben mit allen Skulpturen. Da gab es glaube ich nur zwei. Mal gucken. Die sind hier und wir haben. Achso. Ja, wir haben alles Cthulhu hier. Okay, wie spät ist es denn jetzt? Wir sind ein bisschen drüber, wir geben es aber noch ab. Habe ich mich jetzt entschlossen, weil ich will sehen, was man bekommt. Bin gebannt und gespannt. Wobei ich mir eigentlich noch ein Herz holen könnte, jetzt wo ich die Eisenschüsse habe, die auf dem Weg sind. Dann hol das noch, das ist ja okay. Machen wir den letzten Part einfach so noch ein bisschen. Ich muss ja noch zum Tempel gehen. Hast du vergessen. Hä? Du musst ja noch zum nächsten Tempel gehen. Ich kann so noch eine nächste Aufnahme machen. Das dauert ja nicht lang. Ich muss ja nur ganz kurz dann als dann mich wieder. Dann machen wir einen neuen Part schnell, oder? Jo. Gut, so. Dann beenden wir hier mit dem Part. In dieser wunderschönen Pixelsteppe. Und kannst aber dann und zum Abschluss ziehst du mal eine schöne rote Gewand an, einfach weil es besser aussieht. Ja, stimmt. Das Feuerding. Das ja genau, so. Jo. So, zum Abschluss nochmal schnell umgezogen, damit der schick für euch aussieht. Wir sehen uns gleich morgen wieder. Jo, tschüss. Tschüss. Morgen, für die kommt der nächste Part morgen. Ja. So, dann kann ich schon mal das da ausrüsten. Okay, jetzt kannst du, wenn du willst, gleich starten.